Der größte Tausendfüßler, der je gelebt hat. Tigermücken, die ihrem Namen alle Ehre machen und riesige Jäger aus den Meeren des Kambrium. Schon vor Millionen Jahren wimmelte es von kuriosen Tieren. Die Erde kam eine lange Zeit gut ohne menschliches Leben aus. In der Geschichte des Planeten erscheint der Mensch erst spät. Angenommen, die Erde wäre nur 24 Stunden und nicht 4,6 Milliarden Jahre alt, so wären die Menschen erst in den letzten 2 Sekunden aufgetaucht. Ihr Einfluss ist allerdings nicht zu übersehen. Wer vor den Menschen das Sagen auf der Erde hatte, welche Veränderungen sie seit ihrer Entstehung erlebt hat und welche Zusammenhänge zwischen Klima und Arten bestehen, davon erzählt eine neue Senckenberg-Ausstellung im japanischen Palais. Planet 3.0 wagt mit einem Blick zurück eine Prognose für die Zukunft. Das ist eine Klima- und Biodiversitätsausstellung, Planet 3.0, Klima, Leben, Zukunft. Wir führen den Besucher hier durch die Erdgeschichte, schlaglichtartig. Er erfährt dort, welche Ereignisse im Verlauf von 650 Millionen Jahren wichtig waren für Klima und Biodiversität. In 7 Stationen werden die Besucher durch die Erdgeschichte geführt und erfahren beispielsweise, wie ein Tag vor 635 Millionen Jahren ausgesehen hat. In dieser Zeit war die Erde fast komplett vereist. Wie Sie sehen, hier an diesem Globus war nur ein dünner Streifen am Äquator eisfrei. Es hat sich mehrmals wiederholt im Laufe der Erdgeschichte. Und wie die Erde vor 635 Millionen Jahren ausgesehen hat, zeigen uns unsere Zeitzeugen. Das sind also die Exponate, die Sie hier sehen. Und hier haben wir beispielsweise Windkanter oder Thelite oder auch hier diese Gletscherschliffe, wo man eben sieht, dass das Eis über die Gesteine gerutscht ist, sozusagen geflossen ist und diese Riefen hier hinterlassen hat. Wir haben in allen Bereichen der Ausstellung Exponate oder Objekte, die die Besucher anfassen können. Wie beispielsweise hier diese Rekonstruktion eines Gletschers mit Dropstones oder auch hier diesen Albedo-Versuch, in dem also gezeigt wird, wie die unterschiedlichen Oberflächen, je nachdem wie hell oder dunkel sie sind, unterschiedlich die Sonnenenergie aufnehmen. Anfassen ist strengstens erlaubt. In einem Forschungsraum können sich die Besucher wie Wissenschaftler fühlen und sich je nach Gusto mit verschiedenen Themen intensiv beschäftigen. Dieser Raum hat also einen Laborcharakter. Sie sehen, dass er sehr hell ist. Sie haben die Möglichkeit, sich an den Forschertisch zu setzen, in den Forscherbüchern zu lesen. Dort wird immer ein Projekt vorgestellt, also eine Problematik, dann die Forschung dazu und dann auch eine Prognose. Wie sieht es dann vielleicht auch mit der Forschung in 20 bis 50 Jahren aus? Sie haben aber auch die Möglichkeit, sich mal zurückzuziehen in der Schlaftomate, sich wie ein Polarforscher anzuziehen und es ist einfach mal die Informationen hier ein bisschen setzen zu lassen. Also hier ist auch viel Interaktivität, viele Modelle und viel Original-Messgeräte oder Original-Equipment aus der Forschung. Mit Planet 3.0 zeigt die Senckenberg-Gesellschaft ihre aktuellen Forschungsergebnisse noch bis November. Eine Gelegenheit, sich nicht nur über Konsequenzen des Klimawandels, sondern auch über mögliche Maßnahmen zum nachhaltigen Umgang mit der Erde zu informieren.